Hallo Freunde, herrlich willkommen, herzlich willkommen zurück hier bei. Oh, Moment. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Emma Sloan, an innocent victim of his dark half, more collateral damage in the ongoing war. Ja, Damned Freunde. by forces beyond her control, as much as by her own Da wurde die arme Emma gerade von der Dunkelheit übernommen. Wo war ich stehen geblieben? Herzlich willkommen zurück bei Alan Wake's American Nightmare. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich natürlich mit der Begrüßung noch gewartet. Schön, dass du wieder hier bist. So. Ach, das sind wieder so welche, die sich aufteilen. So, die haben aber trotzdem keine Chance gegen uns. Ich bin natürlich feige und. Moment. Hier irgendwo ist eine Seite. Jagd auf Mr. Scratch. Mr. is a twisted copy of me, powerful and dangerous. But I know I can fight him. I don't think anybody else can. They don't understand what he is, what he represents, or that all the horrible things he does here are almost insignificant compared to what he will unleash on Earth given the chance. But I've survived the dark place, and it has taught me things, how to cope, how to stay sane when the world goes crazy. He's two steps ahead of me, but I can find him. And I believe I can stop him. Ja, ich hoffe auch, dass wir ihn stoppen können. Wir müssen ihn stoppen. Wir können den hier nicht schalten und walten lassen, wie er lustig ist. Das führt nämlich offensichtlich nur zu Chaos, Zerstörung und Tod. Und jetzt schauen wir mal, was mit der guten Emma ist. Ich meine, die hat uns vorhin so lieb geholfen und jetzt wurde sie irgendwie hier von der Dunkelheit ja, überwältigt, kann man schon, glaube ich, sagen. So, und jetzt können wir tatsächlich auch hier die Türen aufschließen. Oh, was ist denn hier passiert? Michael Farabee, dead, tortured, dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. Ja, Moment. The observatory. Hot on the heels of the Herald of Darkness, the Champion of Light forges on to see the stars. Moment. Ja, die Sternwarte am Mount Red Tooth. An observatory, a place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the Champion of Light is looking for. He has come to find a weapon. Moment, ich wollte doch noch gar nicht hierher. Ich wollte doch da unten noch die Lampe, die Seite holen. Kann ich hier wieder. Hallo, ich will wieder zurückfahren. Okay, geht wohl nicht. Wie kommen wir denn jetzt hier rein? Ist die Tür vielleicht offen? Ja. Und was haben wir hier? Noch ein Radio und Leuchtpistolen. Ah, das ist immer. Leuchtpistolenmunition ist natürlich immer hervorragend. Wollen wir mal die Pumpgun? Ich probiere einfach mal die Pumpgun aus. Vielleicht ist die ja gar nicht so schlecht. Ah, Munition ist schon voll. Dann gucken wir mal, was es im Radio gibt. As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Odin? Splendid! I'm having the time of my life! You know, I didn't realize how much I'd miss that. And what about you, Thor? It's okay, you know. Well, this must bring back a lot of memories. Oh, yeah! It's wonderful to be back on stage. If it wasn't for my knee, I'd feel like a young man again. Well, speaking of that, I hate to keep harping on this age thing, but I gotta tell you, I've heard your new songs, guys, and you sound really good. Thank you.
touchy subject, but to be blunt, you really don't sound, well, old. I mean, the difference between your speaking voice and your singing voice, it's pretty striking. What the hell are you talking about? You saying it's not us singing on that record? What? What are you talking about? No, I'm not saying that, guys, but I can't help noticing the difference. Son, you're on thin ice. You calling me a liar? Nee. Die sind so cool, die beiden Alten. They do sound different, but believe me, we're not talking Milli Vanilli here. These guys are the real deal. Why don't you come to the gig tomorrow night and see for yourself? Once they get on that stage, boom, things get real. Really? Believe me, they play like they're possessed. It's almost like magic. Look, you see my boys play, you see the old gods for real. These guys project a lot of power. They're not lightweights, you know what I'm saying? All right, Barry, I'll see if I can make it. Now, let's take another quick break here, and after that, we'll play the new Old Gods of Asgard single. Don't you go away. Ja, die beiden Alten sind einfach nur köstlich. Haben sich tatsächlich vom Radiosprecher angegriffen gefühlt. Oh, und wir werden auch schon wieder hier vom Dunkeln angegriffen. Glaube ich. Oder doch nicht? Nee, okay, noch nicht. Kann ich nicht einfach hier das Feuerwehrauto mitnehmen? Anscheinend nicht, aber hier können wir natürlich mal wieder was lesen. Erfolg. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books, and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure, and I didn't handle it very well. Ja, das wissen wir ja tatsächlich auch. Alan hatte Probleme mit dem Erfolg, den er ursprünglich hatte. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht, wo müssen wir denn hin? Open World ist schön, aber nicht immer ganz so easy wie... Irgendwo hier hinten war doch was. Das sehe ich doch auf der Karte. So, da können wir erstmal unsere Munition wieder auffüllen. Beziehungsweise Batterien, weil da hatten wir tatsächlich gar nicht... hatten wir nur noch 7 von 10. Ich bin mal gespannt, ob das Inventar irgendwann größer wird. Was ich jetzt allerdings nicht weiß, aber das probieren wir einfach mal aus. Wir gehen erstmal nach hier hinten zu dem Haus und gucken mal, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Und wenn nicht, dann gehen wir halt hoch zur Sternwarte. Jetzt kommen die hier schon von überall, sogar unten aus der Kanalisation. Na, das kostet mich hier wieder hier. Batterien, das ist ja unglaublich. Aber ich glaube, ich muss... Ich glaube, ich muss nicht ganz so sparsam sein wie im alten, im ersten Spiel. Warum sag ich immer im alten Spiel? Was den Release angeht, ist das hier, glaube ich, nicht viel älter. Zumindest auf dem PC. So. Und ich kann hier irgendwie alles umschmeißen. Haben wir noch eine Seite. Noch mehr... Aber ich wollte doch eigentlich hier gucken. Was gibt's denn hier? Jagdgewehr freischalten. Okay, wir brauchen 15 Seiten. Wie viele haben wir denn? Sehe ich das hier irgendwo? Manuskriptseiten. Rastplatz, Sternwarte. Ich würde gern wieder eigentlich zurück. Da fehlt uns ja noch einiges. Aber okay, vielleicht kommen wir da später wieder hin. Auf jeden Fall, die hier drüben können wir uns mal holen. Nee, ich glaube 15 haben wir dann immer noch nicht. I've seen the enemy. And it's me. I faced dark horrors before, things that live in the unimaginable pressures of the world beyond our own. Sometimes they masquerade as humans. That's what ultimately lurks inside Mr. Scourge. He's every mean-spirited tabloid story about me. An evil caricature. A creature formed in that vague territory of misconceptions, half-truths, and the dark imagination of people who heard a story about me. An urban legend made flesh. A serial killer, my dark half, brought to life by the power of Cauldron Lake. Tja, wenn ihr euch noch an das Ende von Alan Wake erinnert, da sind wir ja, nachdem wir die ganze Geschichte quasi erlebt haben, in der Zeit ja, zurückgereist, zurückgesetzt worden, wie man das auch nennen möchte. Und wir waren wieder am Cauldron Lake, wo unsere Frau in den See gefallen ist. Und wir sind ihr natürlich wie auch zu Beginn schon hinterhergesprungen,
Nur, dass sie dieses Mal dann einfach aufgetaucht ist und wie, naja, was aus uns wurde, das erfahren wir hier so langsam. Offensichtlich wurde durch den See unser Evil-Ego freigesetzt. Und ich glaube, auch ganz am Ende hat man das noch gesehen. Also in einer der Schlussszenen oder Sequenzen hat man ja auch noch gesehen, wie die in Bright Falls das Fest gefeiert haben und dann ein böses Etwas da im Fenster erschienen ist. Und ich glaube, das waren wir. Also nicht wir, sondern unser alter Ego. Und wir sind jetzt auch gleich bei der Sternwarte. Erstseite, nicht, dass wir hier wieder irgendwie... Fand ich gerade ein bisschen blöd, dass uns das einfach so von dem Rastplatz da unten weggebracht hat. Ich wollte eigentlich tatsächlich noch was machen. Naja, vielleicht, wie gesagt, vielleicht kommen wir später nochmal hin. Die Spinnen. A part of the Dark Place's less significant fauna that has managed to slip through the opening I made when I arrived. Less an animal than an idea that has assumed the form of an animal. Makes them no less dangerous, but at least they're a little easier to deal with. The darkness doesn't protect them like the Taken, and thus they can be destroyed by either light or bullets right away. Oh, Spinnen. Da bin ich mal gespannt. Was das für Spinnen sind, die sind ja tatsächlich neu, die gab es vorher noch nicht. Da gab es ja nur die ganz normalen, die ganz normalen übernommenen. So, jetzt müssen wir hier wahrscheinlich irgendwo rein, oder? Ich weiß nicht, ob ich vielleicht erstmal hier außen einmal rumrennen soll. Ja, wir gucken mal, ob wir irgendwas finden oder ob uns noch irgendwas findet. Ah, siehst du, war eine gute Idee. The pressure of success got to me. My wife Alice was the sole thing in my life that anchored me. Suddenly it wasn't enough. I couldn't write anymore. I distracted myself with wild parties and whatever trouble I could scare up. I wallowed in the drama of my life, sure that Alice would stick with me even though she didn't sign up to be the lifeline of a tortured artist. It was my dumb luck, she's not the type to give up. Stimmt, unsere Frau hieß Alice. Wie kam ich denn die ganze Zeit darauf, dass sie Sarah hieß? Habe ich wahrscheinlich mit irgendeinem anderen Game oder Film oder sowas verwechselt, was ich in der letzten Zeit gesehen habe. So, was haben wir denn hier hinten noch? Hier können wir wieder was freischalten. 40 Manus, alter Schwede. Das, ich glaube, das kriegen wir so ohne weiteres nicht hin. Ich will da noch gar nicht rein. Ich sag's ganz ehrlich, ich will da gerade noch gar nicht rein. Ich bin ganz froh, also nicht, weil ich mich irgendwie grusel, sondern irgendwie, weil ich die Befürchtung habe, wenn wir da reingehen, verpassen wir hier draußen irgendwas. Und eigentlich, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, der wird bestimmt gleich hier wieder anfangen zu schnauben wie ein Blöde. Da hören wir es schon. Ich kann nicht laufen. Nein, ich kann nicht laufen. So, ja gut. Wir joggen mal ein wenig. Nee, komm. So, ich will nämlich mal gucken, ob wir jetzt genug Seiten haben, um das Ding hier freizuschalten. Nö, immer noch nicht. Das heißt, wir haben wahrscheinlich jetzt 14 bei meinem Glück, wie ich mich kenne. Und jetzt laufe ich aber auch nochmal, so blöd es auch klingt, hier unten lang und dann da drüben auf der anderen Seite wieder hoch. Nicht, dass uns schon wieder sowas passiert, wie vorhin an dem... da unten, wisst ihr schon. Wie heißt das? An dem Diner, Motel, Tankstelle, was auch immer. Oh, Alter, stell dich nicht so an und lauf doch einfach mal. Haben wir hier irgendwas auf der Minimap? Nö, ausnahmsweise mal nicht. Wobei, da oben sehe ich schon wieder irgendwas blinken. Ach, und da kriegen wir auch schon gleich wieder Gesellschaft. Also ich hätte doch beim Jagdgewehr oder bei dem Karabiner bleiben sollen. Der ist irgendwie effektiver. Die... Habe ich jetzt einen übersehen? Nö, sind alle weg, ne?
Der war irgendwie effektiver, was Schüsse auf Distanz anging. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht sonderlich scharf drauf, dass die mir zu nahe kommen. Ja, hier ist irgendwo eine Seite. Da. Zwölf haben wir jetzt. Okay, 12. I've carried a flashlight and a gun for so long that I feel naked without either. It's all too often that I need them. The darkness protects the taken. Shadows crawl over their forms like living things, protecting them from harm. Blows that would injure or kill a human outright mean nothing to them as long as the darkness persists. But light makes them vulnerable. Light burns the shadows away. The darkness that drives them is still in them, but now they're vulnerable. Flashlight and gun. Sometimes it feels they're all I have left. Tja, ja, der arme Alan. Irgendwie hat er kein Glück in seinem Leben. Naja, obwohl doch, eigentlich ist er erfolgreicher Bestseller-Autor. Naja, okay, jetzt hier so von... Ist das nicht so ein... Können wir nicht hier so ein Scheinwerfer... Nee, die sind alle kaputt, okay. Ist erfolgreicher Bestseller-Autor, aber irgendwie sein Leben... momentan anscheinend nicht so ganz angenehm für ihn. Auch wenn er eigentlich, so wie es aussieht, mit der Situation hier ganz gut klarkommt, oder nicht? So, und dann... Würde ich aber jetzt sagen. Na, ist ja gut. Ich höre ja schon. So, jetzt können wir wieder sprinten. Und wir sprinten direkt zum Eingang der Sternwarte und schauen mal, was uns da drinnen erwartet. Map. Hallo. I'm Dr. Rachel Meadows and. Wait a moment, it's you. I can't believe you dare show your face around here again. Was? Woher kennt ihr? Achso, ah ja, ich wollte gerade sagen, woher kennt ihr uns? Die kennt aber wahrscheinlich gar nicht uns, sondern nur unseren bösen Zwilling. So, da sind aber noch mehr, wenn ich das richtig gesehen habe gerade. Ich hoffe, die gute Frau beobachtet uns und sieht, dass wir gar nicht so böse sind. Nämlich eben da die Kamera im Hintergrund gehört. So. Nachladen. Oh, siehst du mal, wir haben noch keine, also im alten Spiel ich jetzt schon 10 Leuchtfackeln verbraucht. Hier keine einzige. Go away. It wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please. I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right. Come on in. Thank you. Na, Gott sei Dank glaubt uns Dr. Meadows, auch wenn wir hier mit gezogener Waffe vor der Tür stehen. Und ich denke, der Gute wird uns auch hier auf dem Fernseher... Oh, was haben wir denn hier? Mountain... Achso, das haben wir, glaube ich, unten auch schon gesehen. Dann gucken wir mal, ob der Gute... Hey, ja. Buddy. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I mean, up here, I know you, right? So I was thinking maybe we could... Guys are getting out of control. Look, I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to... Ich glaube, der dreht gleich wieder durch. Weil er mag es ja leise. Und momentan sieht das da bei ihm nicht leise aus.
Ich weiß zwar noch nicht so ganz, was er davor hat, aber wir warten einfach mal kurz ab hier. Ich vermute, es wird gleich leise sein. Ja. Ja, anscheinend ist Mr. Scratch das, was Alan früher war. Also das hat man ja im alten Spiel erfahren, dass er getrunken hat und irgendwie nicht sehr freundlich war. Und anscheinend ist aus diesem ja, Zustand damals Mr. Scratch entstanden. Und damit sind wir auch für heute schon wieder tatsächlich am Ende der Folge angekommen. Ich sag wie immer vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. In der nächsten Folge werden wir mal sehen, was Dr. Meadows uns zu sagen hat. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!